Ja, wir haben jetzt gesehen, wie wird ein CCF, ein Corporate Carbon Footprint für ein Unternehmen erstellt. Ich habe es schon mehrfach angesprochen. Es gibt natürlich auch andere Arten der Treibhausgasbilanzierung. Ein weiterer wichtiger oder eine weitere wichtige Bilanzierung ist der Product Carbon Footprint, die Treibhausgasbilanz eines Produktes. Die PCF bezeichnet sozusagen die Bilanz der Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bzw. des gesamten Lebenszykluses eines Produktes. Von der Erstellung bis zum Ende. Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Arten, die hier zu betrachten sind. Also der Produktlebenszyklus umfasst natürlich zum einen die Herstellung, den Transport der Rohstoffe und Vorprodukte und die Produktion und die Nutzung bis hin zum Recycling. Aber es gibt zwei Methoden, ja, die heißen, ich werde Ihnen dann auch sicherlich nochmal das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Es gibt Cradle to Grave, das heißt von der Wiege zum Grab. Das ist also wie die Entstehung des Produktes bis zur Entsorgung des Produktes. Kann man sich ja ganz gut merken, Wiege zum Grab. Und dann gibt es Cradle to Gate, das heißt bis zum Werkstor. Das ist natürlich eine gewisse Vereinfachung. Das heißt, die Entstehung des Produktes bis zum Verlassen des Werkstores. Das heißt, die vorgelagerten Prozesse sind dabei. Und wenn das Produkt dann das Werkstor verlässt, dann wird das nicht mehr betrachtet. Ja, vor dem Transport zum Verbraucher. Das ist dann sozusagen Cradle to Gate. Das heißt, die Nutzungs- und Entsorgungsphasen werden nicht berücksichtigt. Im Prinzip hier noch einmal dargestellt, ich habe den gesamten Lebenszyklus von Produkten oder Dienstleistungen. Mit eingeschlossen ist hierbei die Rohstoffgewinnung, die Produktion, die Distribution, Einkauf, Nutzung bis hin zur Entsorgung. Ja, und dabei entstehen natürlich die entsprechenden Treibhausgase, CO2, CH4, N2O etc., die hier dann entsprechend bilanziert werden. Hier haben wir einfach mal ein Beispiel, wie das zum Beispiel im Automobilbereich aussehen könnte für einen Product Carbon Footprint. Das heißt, ich habe zum einen für die vorgelagerte Kette Materialbeschaffung und Vorbehandlung. Das heißt, ich kaufe ja bestimmte Güter ein, hier in grün dargestellt. Und wir haben dann hier unten noch so kleine Symbole dran, die kleinen Es, das ist sozusagen der Energieeinsatz, der dann dafür steht. Und dann haben wir noch hier den entsprechenden Materialeinsatz und auch wiederum den Energieeinsatz an den unterschiedlichen Stellen. Und die grauen Pfeile, das soll halt sozusagen der Materialfluss entlang des Lebenszyklus darstellen. Wenn wir nochmal auf die Materialbeschaffung eingehen, wir haben natürlich hier die Vorbearbeitung von Flachstahl, wo ein Energieaufwand ist und dann entsprechend den Materialeinsatz und dann die fertig produzierten Teile oder die Fahrzeugteile, die daraus in der Produktion vielleicht beim Automobilhersteller stattfinden. Dann haben wir auch noch die Vorbereitung von Kunststoffen, unterschiedliche Typen und die dann auch entsprechend weiterverarbeitet werden zu Fahrzeugteilen. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Farben. Ne? Es gibt ja nicht nur silberne Autos, sondern auch unterschiedliche Farben, möglich unterschiedliche Emissionen natürlich auch dabei, je nachdem, was man da verwendet. Wir haben die Vorbereitung von entsprechenden Flüssigkeiten. Ne? Jedes Auto hat unterschiedliche Arten von Flüssigkeiten, von Ölen über Kühlflüssigkeiten etc., die da Verwendung finden, die natürlich auch in der Vorkette ihren Energieverbrauch haben. Ja, natürlich auch die Vorbearbeitung von Handelsware, die man hier auch noch verwendet in der Fahrzeugmontage. Ja, und die Teile werden dann in der Produktion zusammengefügt, in der Montage, sodass ich mein fertiges Auto habe. Das heißt, wir befinden uns hier in der Produktionsphase und das ist natürlich auch ein entsprechender Energieeinsatz und vielleicht auch andere Emissionen, die hier entstehen und als Treibhausgase dann bilanziert werden müssen. Des Weiteren haben wir dann auch einen weiteren Energieeinsatz beim Autotransport. Zum Beispiel zu einem Händler oder sonst irgendwohin auf die Welt. Das kann natürlich auch sein, dass irgendwo ein Hersteller was nach China oder nach den USA oder sonst irgendwo exportiert. Und diese Transportemissionen sind natürlich hier dann auch mit zu bilanzieren, sodass wir dann entweder beim Handel sind, beim Autohandel. Das ist dann immer noch Vertrieb und Lagerung. Und dann kommen wir in die Nutzungsphase. Und hier hat das Auto, wenn man es komplett betrachtet, natürlich auch entsprechende Treibhausgasemissionen, die man in die Nutzungsphase eines Fahrzeugs mit berücksichtigen kann. Und wir haben ein Ende des Lebenszykluses. Das heißt, irgendwann wird das Fahrzeug vielleicht ja, seine Daseinsberechtigung beendet haben und dann wird es demontiert, zerkleinert und entsorgt, beziehungsweise
recycelt, beziehungsweise das Recyceln von Teilen ist in diesem vereinfachten Beispiel jetzt nicht enthalten. Das wäre noch ein gesonderter Prozess, kann man aber mit berücksichtigen. Ja, und wir haben ja gerade gesagt, es gibt im Prinzip diesen Begriff Cradle to Grave, das heißt von Wiege zum Grab. Das wäre, als wenn man alles betrachtet. Oder Cradle to Gate, das heißt bis zum Werkstor. Dann würde man sozusagen Vertrieb, Lagerung, Nutzung und Ende des Lebenszyklus nicht mehr betrachten, sondern im Prinzip nur alles Vorgelagerte, bis das Auto fertig ist, bis das Auto sozusagen das Werkstor verlässt.